den anderthalb Händer auf die, ja, neben sich quasi auf dem Boden, also den Rondra-Kamm neben sich, grabt über den Boden, aber das hört man ja eh nicht, wird die Tür eingetreten. Ja, die Tür gibt nach, bricht nach innen auf und dann lauft ihr hinein. Die Schwärze des Tempels umfängt euch und ihr könnt es leicht gluggern und glosen hören. Vor euch teilweise zerstörte Bänke, einige sind aber auch noch intakt. Viele Schmierereien, irgendein Zeug, Öl, was von den Decken herunterläuft und trieft. Einige Gwenpetrelsteine, die in ein unheimliches Licht getaucht sind. Und während ihr euch umseht, auch nach dem Altar blickt, ob irgendjemand sich bewegt oder so etwas, könnt ihr wohl erkennen, wie es unter euch geknackt hat. Und mit einem Blick könnt ihr nach unten schauen. Ihr steht auf Knochen. Der ganze Tempel ist ausgekleidet mit menschlichen, weißen, vergilbten Knochen. Teilweise auch einige Schädel, die euch anstarren aus leeren, ja, leeren Augenhöhlen. Ich weiche Anni wieder einen halben Schritt zurück und trete wahrscheinlich wohl weitere Knochen. Murmel irgendwas vor mich hin, was sich natürlich im Zauber verliert. Blicke mich nochmal um und fange nach einem Moment der Selbstbeherrschung dann an, in den Tempel zu schreiten. Ja, auch Ahmads Blick wird grimmiger und auch er schreitet voran. Wie sind die Lichtverhältnisse? Düster, Halbdunkel? düster. Dann würde ich meine Fackel anschmeißen, also meinen Stabfackel anschmeißen, um die Sache ein wenig zu beleuchten, die Lichtverhältnisse zu unseren Gunsten zu verbessern. Na, du kannst wohl bemerken, dass deine Fackel leuchtet, sich entzündet und ebenso in einem unheiligen Blau glost. Die Flamme ist normalerweise nicht der Fall. Normalerweise hast du ein anderes Licht, eine andere Farbe gewählt, aber jetzt, ja, du stellst sowieso zu deinem Erschrecken fest, du kennst den Silentium und er sollte eigentlich weiterwirken. Aber trotzdem hörst du das Knacken, trotzdem hörst du das Öl herunterlaufen. Jalan, hörst du mich? Höre ich ihn? Ja. Na, Fluchte. Ausfächern. Findet mir diese Priester. Wir Verdammt. müssen hier raus. Ihr durchkämmt in einem kurzen, ja, Sturm, durchkämmt ihr den eigentlichen kleinen Tempel, könnt dann an dem Altar noch erkennen, wie es auf der linken Seite eine Abbiegung gibt und dort zu einer Sakristei geht, wie normalerweise ein Tempel dort eben die Räume einer Priesterschaft aufweist. Und ja, wenn ihr diese Tür auftretet, mittlerweile hat der Silentium vollständig seine Wirkung verloren, vielleicht zum Entsetzen von Jalan, von Abelmir und auch von Eldan, der irgendwo noch hinten steht, der jetzt auch bemerkt, dass sein Zauber durchbrochen wurde, obwohl er den Befehl dazu gar nicht gegeben hat. Dort könnt ihr erkennen, wie in einem unglaublich schmierigen Bett, was grün vergilbt ist und einige Säfte, die darin herunterlaufen, ein Mensch liegt. Zumindest sieht er irgendwie noch humanoid aus. Anstatt eines Armes hat er wohl, naja, ein Tentakel, der an dem Bett herunterhängt und er selber schläft wohl. Zumindest gibt es einige gurgelnde Geräusche. Blick ihn mal sehr angewidert an. Schau mich nochmal links, rechts im Raum um. Es gibt auch noch ein zweites Bett, das allerdings vollkommen leer. Ebenso versifft. Ich werfe Jala einen fragenden Blick zu. Hier Schwarze fehlt Algen, die einer. auf dem Bett gewachsen sind. Eignaden, wenn ihr möchtet. Du merkst wohl, wie es jetzt Bewegung gibt und der Mann jetzt erwacht. Weiße Haare, die an ihm herunterhängen, schaut euch an und sieht zornig aus, verwirrt zornig. Ich werfe ein. Also ich deute mit der linken Hand, mit dem linken Zeige- und Mittelfinger auf den Priester, gefallenen Geweihten, wie auch immer, und spreche: Blitzig wendend, werde blind. Ja, er greift sich mit seiner Hand, die noch verblieben ist, greift er sich an die Augen, dreht sich und wühlt sich auf dem Bett herum und der andere Tentakel schnellt nach vorne, in deine Richtung. Kann ich vorher einen Schlag führen oder ist das zu schnell? Kannst du machen. Da musst du auch Dann reagieren. hebe ich einfach das schwarze Schwert und ist eine Angriffsprobe. Kannst mal parieren. Er würfelt mal mit seinem Tentakel.
und würde es nicht einmal schaffen, auch wenn es dir gelingen würde, dann Yamish Aquam zieht seine Bahn, sinkt in der Luft und der Tentakel fällt nutzlos, trotzdem noch weiter sich windend zu Boden. Eine weitere Flüssigkeit, die aus dem Arm austritt. Achmat hat das Zeichen bekommen. Noch der Blitz, ich finde. Klar, also er greift sich an die Augen und schreit. Ja, dann geht Achmat auf diesen Mann zu. Und ich würde ihn ganz gerne mit meiner Faust ausnocken, wenn das irgendwie geht. Also ich würde ihn einfach mal, ja, ins Gesicht schlagen. Ja, kannst auch mehrfach hinterher schlagen, da musst du jetzt keinen Schaden oder sowas würfeln. Wenn du beim ersten... umbringen, ich will ihn nur bewusst schlagen. Ja, ja, wenn er beim ersten Mal noch nicht zu Boden fällt oder aus... das ist ja ohne Probleme möglich mit dem ersten, mit dem zweiten, mit dem dritten Schlag. Irgendwann wird er dann das Bewusstsein wieder verlieren. Ja, dann würde ich zu dem Falkenbanner sagen, sucht Seile und fesselt und knebelt ihn. Verbindet ihm die Augen. Und schafft ihn heraus, so schnell wie möglich. Und damit mache ich mich auf den Weg nach draußen. Draußen angekommen, wenn Keras schon fertig ist, ein paar Leute entbehren kann, werden die alle hineingeschickt. Sie sollen das ganze Ding auf den Kopf stellen. Also so eins von diesen Fünferhaufen. Und dann rufe ich die restlichen mal kurz zu mir. Karinor! Hört an, das ging schnell. Hier fehlt einer. Geht nach da vorne, macht die ganze Halbinsel zu. Ich will nicht, dass da was rauskommt. Ah, verflucht. Ist er vielleicht auf dem Schwitze? Vielleicht. Das ist zumindest naheliegend. Ah, immer, da seid ihr ja. Bewegt euch vielleicht. Hinten ist keiner raus. Was? Hinten ist keiner raus. Gut, bewegt euch vielleicht. Wo ist diese Spalte, von der ihr gesprochen habt? Da hinten, richtig? Ja, ungefähr diese Richtung. Da Richtung Berg, aber an der rechten Flanke. Gut, bewegt euch ein bisschen vor den Leuten. Schaut, ob ihr irgendjemanden sieht, der versucht, sich zu verstecken. Okay. Ich werde deinen Verteidigungsring aufbauen lassen. Achmat würde sich auch noch mal ganz kurz gerne in diesem Schlafsaal von den Umra umsehen, ob sie da irgendwelche, ja, jetzt nicht unbedingt Donaria für Charybdorath haben, sondern irgendwie, ja, irgendwelche Notizbücher oder sowas haben. Notizbücher. Du wirst natürlich einige Korrespondenzen, einige Bibeln erkennen, die dort herumliegen. Gesangsbücher zum... Naja gut, das ist alles irgendwie verbrennungswürdig. Das ist nichts, was deines Blickes bedarf. Aber dir wird dann auch dort eine Korrespondenz auffallen, die dort wohl von Xeran gesiegelt worden ist. Natürlich das Siegel gebrochen. Es geht wohl um eine... ein anstehendes Ritual, was am heutigen Tage, dem 6. Geplant ist. Darin steht, dass die sämtlichen Diener, die sich hier oben befinden, im Laufe des Tages von dieser Halbinsel verbannt werden sollen. Sie sollen ausweichen, eventuell nach zum Hafen in Richtung Süden oder ihre Schiffe besetzen und dann den Hafen freimachen. Denn er wird im Laufe des Tages mit einigen eigenen vertrauenswürdigen Söldnern anlanden und den Splitter erneut weihen lassen. Ja, Achmat würde bei Rondra flüstern und dann mit dieser Korrespondenz wahrscheinlich zu Yalan gehen und ihm den Brief wortlos überreichen. Dann wollten sie die also gar nicht mal hier haben. Das ist ominös. Uns fehlt noch ein Priester. Meint ihr, der ist schon weg oder finden wir den da oben? Entweder ist er oben oder er ist schon weg. Das ist beides möglich. Wo ist eigentlich unser Magier? Steht direkt neben dir. Der andere. Achso. Eldan, du bist gemeint. Ja, sobald ich merke, dass das da sich alles befriedet hat und die Söldner da schon anfangen, die Gefangenen rauszutragen, wollte ich mich dann auch mal nähern. Ah, da seid ihr. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Und, hat es funktioniert? Scheinbar. Doch irgendwas ist hier immer noch faul. Es war viel zu einfach. Der Splitter schon hier, oder? Nein. Verdammt. Wo er ist, habt ihr irgendwas gefunden? Wird wie geplant im Laufe des Tages hier ankommen. Zumindest wenn man diesem Schreiben hier Glauben schenken darf. Und dann
sollten wir hier eine Falle errichten. Das sollten wir. Wir können uns in den Gebäuden verschanzen und im ungünstigsten Moment hinausstürmen. Wir sollten dazu sehen, dass... zu wissen, wo sie anlanden. Mich besorgt dieser Spalt dort unten immer noch. Wenn sie direkt dort durch wollen, haben wir von hier oben kaum Handhabe. Nun, außer wir platzieren unsere Bogenschützen schön an der Klippe, dass sie runterschießen können. Wenn sie irgendwelche Magie oder Schilder haben, könnten sie sich trotzdem einfach hindurch bewegen und im Berg verschwinden. Ein gut gezielter Feuerball sollte das verhindern. Aber zumindest wird Zeran keinen Verdacht schöpfen, wenn die Leute hier alle nicht da sind. Das ist ein Punkt, der uns zugute kommt. Wir müssen auf jeden Fall allerdings diesen Paktierer jetzt finden. Vielleicht ist er schon abgereist. Ansonsten, Garino hat bereits Leute in Richtung der Spitze entsandt. Ich werde sie begleiten. Wo ist unser heimlicher kleiner Dieb eigentlich? Den habe ich bereits vorgesandt, er soll auskundschaften. Das macht er gut, muss schauen. Ja, definitiv. Doch einer muss schauen, ob die Schiffe wirklich noch da sind. Ich würde vorher nochmal in den Tempel gehen und mir die Türen angucken, warum der Zauber plötzlich versagte. Ob es irgendwelche Zeichen gibt oder. Ah, der Zauber hat versagt? Bitter Fall. Er wurde plötzlich. Ja. Terminiert, könnte man sagen. Er versagte. Kein gutes Zeichen. Und wieso ist dieser Paktierer eigentlich noch am Leben? Das fragt ihr am besten und dann unseren Geweihten. Gnaden? Ja, hier. Ahmad ist auf dem Weg zu. Ahmad ist auf dem Weg zu dem Loch. Hat irgendjemand eine Frage, die er vielleicht. Leuchtet so schnell Verwirrung gehen. Hat irgendjemand vielleicht eine Frage, die er an einen ihrer Paktierer stellen möchte, wenn er wieder aufwacht? Nun, ich persönlich nicht. Mit diesem Gesindel sollte man nicht reden, sondern sie hinrichten. Gut, dann richten wir wohl mal hin. Der Mann ist immer noch nicht bei Bewusstsein. Wie möchtest du ihm den Tod schenken? Ist irgendwo ein Eimer oder so? Und dann dreh ich den um, stell ihn auf den Boden, lass ihn von zwei Männern da irgendwie drauf hieven. Lecke Yamasha Quam weg und lass mir von irgendjemandem ein Schwert geben. Ich über ihn. Eure Verbrechen gegen die Götter und in Abwesenheit eines höheren Adligen seid ihr hiermit des Todes. Und enthaupt ihn. Ja, du merkst wohl, wie noch eine schuppige Algenflechte, die an dem Rücken hochgewachsen ist, versucht, nach dem Hals zu greifen, nachdem du ihn schon durchschlagen hast. Weiteres sapschiges Wasser, was dann aus diesem Rumpf herausläuft auf beiden Seiten. Die Algen, die dann nachgewachsen sind, schaffen es aber auch nicht, den Kopf wieder anzunähen, anzusetzen, sodass sie dann einfach in der Luft verhungern und das Ganze erschlafft. Auch der abgetrennte Tentakel, der sich nicht weiter windet, nicht weiter berührt. Und das Unleben ist aus diesem Paktierer gewichen. Nur um ganz sicher zu gehen, nehme ich mein Rapier und steche ihm noch mal ins Herz und drehe ihn noch einmal um, bevor ich wieder rausziehe. Darf den weg. Ildan, kommt einmal her. Ich habe etwas gefunden, glaube ich. Zeige auf den Türrahmen. Seht ihr diese Runen? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Hab ich sowas schon mal gesehen? Kann ich da auf irgendwas würfeln? Ich habe Abelmir habe ich schon gesagt, worum es sich dabei handelt. Achso, die Information okay. Kann er gerne weitergeben. Es scheint sich um Runen zu handeln oder um Schutzzeichen zu handeln, die Magie ausschließen, die einen antimagischen Effekt anscheinend auslösen beim Betreten oder beim Durchschreiten dieses Portals. Sehr interessant. Ich frage mich, wo sie diese Zeichen her haben. So etwas ist möglich? Theoretisch ja. Könnt ihr lernen, wie man sowas macht? Ich nicht, aber ich glaube, in Kunshom und in Festung kann man das lernen. Natürlich auch in Punin. Ihr solltet definitiv alles aufzeichnen. Vielleicht wird das nochmal nützlich. Vielleicht sollten wir uns das hinterher machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Zeit dafür haben.
Ich wollte euch bloß zeigen. Interessant, durchaus. Auf da achten, durchaus. Vielleicht auch die anderen, vielleicht sollten die auf anderen auf achten, ob in unseren Rahmen oder Zugängen Runen oder Zauberzeichen jener oder ähnlicher Art implantiert sind. Achtet gefälligst drauf. Während Ömer sich gerade abgekniet hat, um die Spalte noch einmal zu begutachten, kannst du erkennen, wie wohl ein rotes Leuchtfeuer durch den Nebel schreitet, durch die Nacht, und das Ganze etwas erhellt. Und du siehst, wie dann Ahmad nicht auf dich zuschreitet, aber diesen Hang hinaufgehen möchte. Ja, der weiß schon, was er tut, der ist ein Geweihter. Ömer schaut ihm zwar kurz hinterher. Ja, schaut aber eher so hier irgendwo so hin, der Hoffnung, dass hier irgendwann aus dem Nebel vielleicht sowas wie ein Jalan mal irgendwie kommt. Erinnert sich dann aber, dass hier, dass man sich vielleicht etwas näher wieder zurückbegeben sollte und will ganz gerne sozusagen zwar auf den Geweihten zugehen, aber der Geweihte scheint den Weg weiter lang zu gehen und will dann ganz gerne hier weiter den Weg zurück, so lange bis er auf Leute trifft, was hier dann sein wird, nicht erst beim Gasthaus. Okay. Ahmad, möchtest du die Spirale nach oben gehen? Da ich gerade zu 35% entrückt bin, ja. Hm. Nee, sogar zu 50%, weil es nur 70 gibt. Wie sieht das aus mit deinem Gefahreninstinkt? Ja, wäre aktiv. Aber ich kann mal drauf würfeln. Genau, würfel mal bitte drauf. Denk an deine Schwernis aus deiner Entrückung. Ja, du spürst auf alle Fälle ein sehr ungutes Gefühl, was dir natürlich klar sein sollte, aber der Gefahreninstinkt triggert da oben auf alle Fälle. Kannst aber weitergehen, ich halte dich nicht auf. Ich erinnere mich an den Maraskaner. Ach, was soll's. Rondra-Geweihte sind dafür gemacht, die Gefahr zu erkunden. Du steigst den Kegelberg nach oben. Immer wieder die Runen, die auf der Seite des Weges und auch auf dem Pfad eingeritzt worden sind, reingeschnitten oder gefräst worden sind, weitere Algen, die hier hochwachsen und der widerliche Gestank, der sich jetzt um dich legt, wie eine Aura. Dann erreichst du die bodenlose Grube, ein gähnendes Loch. Feuchtklammerschacht, du kannst keinen Boden erkennen. Du kannst leichtes Hallen des Wogenklatschen hören. Ein nachtblauer Widerschein, der dort unten wohl leuchtet, dich nach unten zieht. Eine Magieresistenzprobe bitte plus 5. Oh Gott. Ja, nee. Dann 1W20. Du spürst das ungute Gefühl, etwas aus deinem Besitztum dort zu opfern, ihr darzubringen, ein Sog, der dich erfasst, deinen Willen beeinflusst. Bei einer 1, ein Silbertaler, ein Pfeil oder ein Knopf. Bei einer 20, Gott. Das eigene Leben oder das eines Freundes. 16. Hey. Überleg dir was. Also bei 20 das eigene Leben, ja? Möchtest du dir deinen Arm abschneiden? Ich überleg gerade. Arm abschneiden. Was möchtest du opfern? Na, Arm nicht unbedingt, ne? Ich muss ja noch kämpfen. Also 16 ist schon hart, ne? 20 ist das eigene Leben. Rein mit dem Rondra-Kamm. Ich überleg gerade, Rondra-Kamm oder den Doppelkonchörmer? Ich finde den Doppel, also ich finde den anderthalb Hände, also dein Rondra-Kamm finde ich schon ganz. Das würde ich als 16 gelten lassen. Okay, ja, dann bitte eine leichte Intonation, einen kleinen Singsang anstimmen, ein kleines Ritual und dann mit einer Zeremonie opferst du jetzt eher deinen Rondra-Kamm. Ja gut. Dann würde Ahmad sein Schwert, sein Rondra-Kamm, den hat er ja in der Hand, ihm nochmal ansehen und sagen, mein treuer Freund, hier trennen sich unsere Wege. Ihr kannst du besser dienen. Für ihre Dienste solltest du gemacht sein. Und dann, ja, würde man sich selbst nochmal rituell mit diesem Rondra-Kamm in die Hand schneiden, auch nochmal ein bisschen Blut da in dieses endlose Loch hinuntertropfen und dann ohne einen weiteren Gedanken den Rondra-Kamm hinunterwerfen. Du fühlst dich sehr befriedigt. Es gibt nicht ein Hallen, ein Klatschen, nichts. Der direkte Weg in die Niederhöllen von Charybdis.
Realisiere ich jetzt, dass das ziemlich dumm war, was ich gemacht habe? Ja, du schaust dem ganzen Schwert nochmal hinterher. Dir wird gerade klar, dass du deinen einzigartigen Besitz dort hineingeworfen hast. Überlegst noch kurz, ob du hinterher springen sollst, kannst dich dann aber zusammenreißen und trittst zwei, drei Schritt von diesem, von dieser Klippe zurück. Ich habe sie einmal hier, Steuerung F, kann man erkennen, dass es dann hier eben so einen kleinen Spalt darüber gibt, sodass du dann eben hier stehen konntest und dann da dein anderthalbender runtergeworfen hast. Kannst du jetzt irgendein Experte gemacht haben mit dem Gesicht. Kannst du diese zwei Schritt wieder zurücktreten. Ja. Und reiß dich zusammen. Ach mal, sieht auf einmal sehr erschüttert aus. Und ja, guckt nochmal in dieses bodenlose Loch. Und reißt sich dann zusammen und ja, merkt, das war nicht die schlauste Idee, die er da gemacht hat. Und versucht so schnell wie möglich hier wegzukommen. Aber ein paar Tiere habe ich hier nicht gesehen, oder? Nein. Ja, wenigstens habe ich damit das bestätigt. Gut, Ömer kommt bei den anderen an, wenn er möchte. Kann auch da gerne stehen bleiben. Ansonsten gehen wir weiter zu Kiaras, Jalan und den beiden Magiern. Aber wenn die nicht weitergelaufen sind, dann ist er natürlich an den Leuten vorbeigelaufen, den Weg entlang gelaufen und zu den anderen. Okay. Also zwei Sachen. Mit dem Geweihten nicht etwas jemanden hinterher schicken sollen? Irgendwie mache ich mir Sorgen. Der Geweihte ist den Berg hoch. Das Loch sieht noch immer aus wie das Loch, was es vorher war. Also ich sehe da niemanden stehen, ich habe da nichts gesehen. Solange er weg ist, können wir planen. Gut, hoffen wir, dass es ihm gut geht. Mich stutzt dieses Schreiben etwas. Der Akt ist wohl als Splitterfall bekannt. Was mal das bedeuten soll. Unterschrieben hat den Brief die sogenannte Erzprälate Nazaril Scharlachkraut. Mit der hatten wir schon mal zu tun. Maraskan. Wir werden wohl den Splitter auf jeden Fall an Land bringen, so wie der Brief das sagt. Dann werden sie damit zum Insanktum müssen. Die Frage ist nur, gehen sie hoch oder verwenden Sie den Eingang unten, wenn es überhaupt einer ist. Wir wissen nicht, vielleicht auskundschaften, oder? Dieses Loch. Wollt ihr wirklich dort hinein? Ich nicht, aber ich schaff's nicht mal die Klippe runter. Ömer, willst du den Zusatzlohn verdienen? Was, womit? Wir müssen wissen, wo diese Spalte hinführt da unten. Ja klar, deswegen habe ich ja gesagt, alleine runtergehen lohnt sich nicht, aber wenn hier oben die anderen Leute sind, dann lohnt sich auf jeden Fall da unten das auszukundschaften. Ich weiß nur nicht genau, wie das mit Ebbe und Flut ist. Das müsstet ihr als Seefahrer etwas besser beurteilen können. Denn bei Flut ist die Höhle dicht und bei Ebbe kann man die Höhle betreten. Und wo wir gerade sind und wie lange es noch dauert, bis das entsprechende andere Gegenteil wieder kommt, das ist ja dann jetzt hier die entsprechende. Also, das ist wichtig. Brauchst du die Seefahrtprobe? Finde ich gut. Theorieprobe auf Seefahrt. Oder ich überlege gerade, vielleicht Wettervorhersage? Eigentlich müssen wir nur die Uhrzeit wissen. Wissen wir genau, ob Flut oder Ebbe ist. Ich würfel einfach die Seefahrt. Ansonsten kann Kiaras ja mal. So klappen, ja. Also, muss gerade überlegen. Überleg dir was. Also, wenn ihr wollt, kann das jetzt auch gerade frei sein. Gut. Hast du ein Seil dabei? Ansonsten such eins. Ich hab keins, aber ich kann aber nach Taverne schauen. Richtig, ansonsten müssen wir eins holen vom Lagerplatz. Karinor. Eldan? Ja? Gut, ihr seid alle da. Was machen wir mit der Arche? Angenommen, dass wir uns hier mit einigen Leuten verschanzen und darauf warten, dass der Splitter gebracht wird. Was tut die Perlenwacht? Sollte tatsächlich die feindliche Flotte verschwinden, können wir die Perlenwacht in Position bringen, um sie ebenfalls nur zum Gegner von hinten anzugreifen. Können wir sie praktisch von zwei Seiten angreifen. Wenn es allerdings die Plagenbringer ist, dann könnte es gefährlich werden, wenn wir unsere Truppen teilen. Ich möchte mich einmal an den Weg, den wir zurückgelegt haben, erinnern. Gab es irgendwo eine Stelle, an der vielleicht unter Umständen die Perlenwacht das Land betreten könnte? Oder ist das alles wirklich 20 Meter Steilklippe? 20 Meter. Gut, an Land können wir damit nicht. Entsprechend müssen wir sie auf See in Reserve halten. Stand in dem Brief nicht drin, dass sie sich von dem Hafen näher, und der einzige Hafen, den ich kenne, ist Port Rulat, oder? Richtig.
Aber dort liegt noch die Flotte, dort können wir also nicht sein. Aber sie werden sich doch wahrscheinlich von Land, von Port Dolat, hierher begeben, zu Fuß. Und wenn sie die Flotte trotzdem unter dem Insanktum vorlegen und uns beschießen? Er verlässt die sicheren Halden Mendenas und wird im Geheimen nach Rulat getragen, wo er dann am 6. Pereine, also beziehungsweise Sternkundeprobe, der Nabel eines Rituals zu Ehren der unbarmherzigen Ersäuferin sein wird. Niemals wird das Artefakt derart ungeschützt sein, das Korn ist reif, es muss nur geerntet werden. Seit am Insanktum von Rulat, der bodenlosen Grube an der Nordostspitze der Insel. Der Splitter kommt hierher. Splitter kommt hierher. Es schreibt euch, keine Freundin, doch eine Zweckverbündete. Wenn ich einen Seil gefunden habe, komme ich wieder zurück. War natürlich auch irgendwo in der Taverne. Beziehungsweise in diesem kleinen Häuschen, auch das könntet ihr untersuchen, auch das ist leer. Ja, also du findest ein Seil. Wenn das hier ein Brunnen ist, kann man ja da das Seil klauen. So, Seil Wasser ist da. Und Wasser saufen. Gut, dann siehst du, dass du dort hinunterkommst. Wenn du mutige findest, nimm sie noch mit. Wir werden oben so eine Deckung halten und schau, was da ist. Ich gehe mit dahin nicht. Ich schlafe auch die anderen mit. Dann, wenn ihr nach oben kommt, Ömer hat sich ein dickes Tau, ein dickes Seil um die Schultern gelegt, gewickelt. Könnt ihr erkennen, wie Ahmad jetzt die Stufen wieder nach unten steigt. Ah, euer Gnaden, ihr kommt gerade richtig. Habt ihr den Umpriester gefunden, den anderen? Man sieht Ahmad an, dass er deutlich niedergeschlagener wirkt, als er gerade eben noch da sehr heroisch alleine diesen Berg erklommen hat. Und meint, nein, er war nicht da. Und niemand sollte mehr dort hochklettern. Dieses ihr gewidmete Berg ist gefährlich. Zu gefährlich. Ich wäre fast nachgegeben und hätte mich in ein tiefes Loch gestürzt. Veranlasst, dass niemand dort hochklettert. Nun, das habe ich sowieso bereits. Immer sagt er schon, dass der Berg ihm nicht geheuer war, als er zum ersten Mal hier vorbeikam. Wenn selbst euch so etwas passiert, was passiert denn jetzt einem normalen Mann? Da sind komische Zeichen auf dem Berg. Wie auch immer man das bezeichnet war. Ich guck mir die Zeichen mal an. Auf dem Weg wahrscheinlich sind die direkt, oder? Die Bergwand eingeritzt, ja. Eingesetzt. Welche Sprachen und Schriften, vor allem Schriften, verfügst du denn? Imperiale Zeichen und Kusliger Zeichen. Und Sprachen Aureliani, Vasparani, Gareti und Tulamidia. Machst du Magiekunde, Dämonologie? Nein. Gut, dann sind das dir unbekannte Zeichen. Gut. Schau wissend in die Runde. Mhm. Ich wage es nicht auszusprechen. Genau. Ich verdrehe die Augen. Immer will ganz gerne mit dem Seil da runterklettern. Ja, du kannst das Seil festmachen. Irgendwie einen kleinen Felsüberhang würde es geben, wo du dann sicher bist. Würfel doch gerne einmal Fesseln entfesseln oder lass das irgendjemand anders machen. Ja, dann schau auch mal an. Hier, wer kann denn hier gut Knoten machen? Denn das Seil muss hier oben festgemacht werden. Kann man das auf Seefahrt ableiten? Plus 5. Ich versuch's. Plus 5. Offen oder verdeckt? Ich möchte nochmal drüber schauen, wenn es mir erlaubt ist. In die Box, ja. Sehr gut. Ja, das Seil wird wohl halten. Gut, dann haben die Leute das ja verkenntlich festgemacht, dann will ihr immer jetzt runterklettern. Oh, ja, klettern plus 7. Ohne Seil war das plus 7 beim letzten Mal. Achso, richtig, dann gebe ich dir eine Klettern plus 5. Weil jetzt mal, du hast noch 3 Punkte erleichtert. Ja, plus 5. Geht nicht zu tief in die Höhle hinein.